Die Weichen für die Bund-Länder-Gespräche zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind offenbar gestellt. Das Bundesumweltministerium geht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios davon aus, dass 5 Standorte geprüft werden. In Berlin liegt der Entwurf für ein Endlagersuchgesetz vor. Umweltminister Altmaier will am Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über das Vorhaben beraten. Für das Bund-Länder-Treffen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin legt das Bundesumweltministerium einen Gesetzentwurf vor. Neben Gorleben sollen zunächst 5 weitere mögliche Standorte über Tage geprüft und davon dann 2 Standorte unter Tage erkundet werden. Geschätzte Kosten des Verfahrens 2 Milliarden Euro. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin signalisierte der Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann seine Zustimmung. Wir müssen den Prozess ja endlich in Gang setzen. Die Konstellation ist sehr günstig dafür, das jetzt zu einem nationalen Konsens zu bringen. SPD und Grüne bestehen darauf, dass bis zu einer Entscheidung keine Castor-Behälter mehr in Gorleben eingelagert werden, sondern in Zwischenlagern bei den Atomkraftwerken. Dagegen stellt sich zum Beispiel Hessen. Im Moment ist die gesetzliche Grundlage dafür nicht vorhanden. Es müssten entsprechende Anträge gestellt werden, um dort etwas einlagern zu können. Es würde aber wenig Sinn machen. Auch wenn ein Kompromiss gefunden wird, vor 2030 wird es in Deutschland kein funktionsfähiges Endlager für Atommüll geben.